Hallöcht, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Mechanic Miner. Die letzten Folgen und auch diese, das ist alles eine Session, deswegen, falls ihr Kommentare geschrieben habt, ich konnte sie noch nicht in mein Spiel einfließen lassen, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann. Ich nehme jetzt noch diese eine Folge auf und dann mache ich erstmal einen Cut in meiner Aufnahmesession, damit ich auch auf Kommentare reagieren kann. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, siehst du mal. Tutorial ist, oder die Kampagne ist wohl noch nicht fertig. What on earth is that? What on Mars, you mean? Yes, as you have probably already surmised, some intelligent life form built it. Asiana? Ja. As far as I know, no, they don't, also die existieren nicht. Ich glaube, diese Struktur ist tausende von Jahre alt bei einer weiterentwickelten Zivilisation. Ah, gut, die war wohl übers komplette Sonnensystem verteilt. Und ursprünglich vom Vulkan. Vulkan, the planet that orbits very close to the sun. It was discovered because of observed irregularities in the orbit of Mercury. Right? Oh, I believe the Vulcans built this structure. Und wir sollten es auf jeden Fall mal erforschen, das gute Ding. Bevor wir das machen, schmeiße ich aber hier noch ein bisschen davon rein. Ein bisschen hier. Falls wir flüchten müssen, möchte ich nicht erst nachfüllen müssen. Also mal kurz, hier hatte ich vorhin ein Loch gemacht und wir müssen kurz einmal reparieren. So. Boom. Flux Vortex. Strength hört sich für mich jetzt gerade zum Bosskampf mäßig an. It looks quite astounding. Like a stable vortex in Aether itself. Yes, it seems the Vulcanians were able to directly manipulate the Aether. I think it was the whole basis of their technology. Just as my invention, the Aether propeller can. Granted, but in vastly more advanced manner, the Vulcanians could transform matter, directly influence plants and animals, and were even apt at telepathic communication, all through Aether manipulation. That looks... So. Was haben wir hier? Do not go near the barrier, it will surely boil your flesh. I know better than to get near it, John. The Aether power source has somehow overloaded in the beam generator. And the top is blown off. What is that on the other side of the beam? It must be the control room of the structure. It will surely contain valuable Vulcanian technology if only we could get to it. I was thinking I could use my Aether propeller technology to dissipate the power source. That should power down the beam. Yes, but you would need to rebuild the propeller for that. If only... What was that? John, an Aether storm is brewing. It could be dangerous to stay this close to the flux vortex. You should go back to the surface. Sehr gut. Das hat gerade ganz schön Aua gemacht. Da werden wir auf jeden Fall, vermute ich mal, nochmal hin. Kommen. Nein, das war falsch. Ich will nur mal kurz hier ein bisschen reparieren. Ah, schon wieder falsch gedrückt und vor allem ohne Fahrzeug. Curiouser and curiouser, there seems to be a state of turbulent Aether flux all over the planet. More than that, John, these storms cause strange demonic creatures to appear. Very aggressive. You should attack these creatures before they can get the better of you. Ach, guck mal, die kennen wir doch. Lappen. Nimm mal mit. The substance it inhibits subtle phase changes almost like it had some direct connection to the underlying Aether. That substance could prove very useful. Why don't you analyze it? Boah, den ganzen Weg zurück. Sowas mag ich ja gar nicht, ne?
Jetzt quasi den ganzen Weg, den wir hierher getuckert sind, wieder zurückfahren müssen. Jetzt muss ich die Viecher mit meinem Gerät killen. Dauert ewig. Jetzt kann ich wenigstens... Ah, scheiße, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, die Ballista einsetzen. Was kann man gegen so Viecher machen? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so ganz, wie ich mich retten soll. Kann's nicht treffen von da aus. Kann ich vielleicht das Ding irgendwie benutzen? Nee, geht nicht. Ich treffe das nicht. Wie soll ich denn das killen? Muss wohl so. Ja gut, aber die sterben relativ schnell, das ist gut. Die sind einfach nur nervig. Die sind nicht mal gut oder sowas. Die sind einfach nur sau nervig. Da muss ich jetzt einmal... Komm, das wird direkt so ein Reinforced Teil. Ein Glück habe ich noch ein Rad. Nochmal kurz reparieren. So. Das können wir zumachen. Blöden Kackviecher, ey. Nein, 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 nein. Ich hoffe so sehr, dass es automatische Waffen gibt. Bei ist ein Steampunk-Universum. Muss man mal schauen. Ist schon ein weiter Weg jetzt zurück. Vielleicht sollten wir unseren Reifen eine Schürze verpassen, dass erst quasi die Schürze angegriffen wird und dann der Reifen oder das Rad, sind ja keine Reifen. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch das hier mitnehmen können. Quest complete. Das schmeißen wir alles mal da rein. Na, siehst du mal.
The Ethereum will let you build flux antenna, but you will also need some alloy metals, which you have to discover. That should be easy enough. Yes, and what? Lass mich mal kurz in Rufi. Habe ich nicht mehr gesehen, was der Kollege eigentlich will. Kann ich noch mit dir reden? Nee. Discover and analyze alloy metals. Dafür soll ich, glaube ich, was wieder in die Höhle rein. Hier eine Deep Cave. Bevor ich das mache, nachladen, nachladen und reparieren und vielleicht bauen wir tatsächlich jetzt mal hier so eine Metallschürze dran. So. So, ja. Kann ich jetzt meine Ballista noch benutzen? Ja, kann ich. Na, siehst du mal, guck mal, das ist doch jetzt fast ein schickes Fahrzeug. Es darf halt keine hohe Bodenwelle mehr kommen, weil sonst komme ich nicht mehr drüber, wollte ich gerade schon sagen. Scheiße. Das wird hinten auch passieren. Wenn ich an eine ungünstige Stelle komme. Speichern. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. So. Ich vermute, dass wir jetzt deutlich tiefer gehen müssen. Moment, warte mal, ich will mal kurz was gucken. Kann man eigentlich das Fahrzeug umdrehen? Flip mit F. Aber das ist wahrscheinlich beim Bauen. Aber wir probieren gleich mal was. Nee. Ich glaube, es geht nicht. Tintenfisch da. Erstmal weg. Der soll mir hinterherkommen. Easy. Da unten sieht man auf jeden Fall schon, hier ist eine weitere Ebene. Schwarzes Metall. Was haben wir da eigentlich gefunden gerade? Was ist das? Kohle. Macht Sinn. Oh, das wird jetzt hässlich, glaube ich. Scheiße. Aber das war eine gute Idee, das, die Schürze dahin zu bauen. Der hätte mir nämlich gerade richtig schön meinen Reifen weggefressen. Ein Abgang. Also muss ich im Prinzip auch darauf achten, dass ich einen ordentlichen Schwerpunkt habe, weil ich wette, solche Passagen gibt es häufiger. Yay.
Stopp, stopp, stopp. Ich vermute mal, dass ich einfach komplett nach unten muss. Würde ich jetzt mal denken. Oder vielleicht auch nicht. Da war gerade noch einer. Doch. So, this looks promising, but your ballista could not make a dent in those thick shells. You need a stronger weapon. Right? Like a cannon. So, wir haben die Möglichkeit, Kanone zu bauen, aber dafür müssen wir, glaube ich, erst forschen. So, haben wir. Kanone. Oh, eine Shotgun können wir auch bauen. Was muss da rein? Eisen. Da werde ich aber wahrscheinlich auch einfach so dran setzen können an der Kanone, vermute ich mal. Müssen wir gleich mal gucken. Okay, das sind böse Viecher mit Schale. Das ist nicht so gut. Die müssen wir auch vorne hinbauen. Aber so. Das kommt da rein. Jetzt bauen wir noch ein Kabel. Ne, falsch. So, das geht. Ich habe keinen Stahl mehr. Doch. Okay, die brauchen sehr lange zum Nachladen. Ist das hier Eisen, was ich abbaue? Bin ich hundertprozentig sicher. Nee, Blei. Kann ich nicht da reinmachen. Das ist schlecht. Da ist nämlich noch eins. Aber eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte kann doch bestimmt using lead instead of iron. Ich weiß halt nur nicht, ob die was bringt. So. Gucken wir einfach mal. Komm schon, ich brauche mehr Blei. Na. Ja, doch, das geht. Müssen nur ein bisschen aufpassen. Warum ist es gerade so rot um mich herum? Cover and analyze alloy metals. Ja gut, habe ich aber jetzt noch nicht discovered. Oder ist das da hinten ein Alloy Metal?
Gibt es irgendwie eigentlich auch eine Leiter? Bin mir nämlich immer noch nicht sicher. Wie ich über mein Fahrzeug ordentlich drüber komme. Manche Sachen habe ich bei dem Spiel echt noch nicht so ganz geblickt. Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben, über mein Fahrzeug drüber zu kommen. Komisch. Wird das kleiner? Was baue ich denn da gerade ab? Gar nicht angezeigt. Azurit ist es nicht. Mal ein bisschen näher fahren. Nee, das ist alles abgebaut. Speichern. So, und langsam habe ich auch die Steuerung halbwegs verstanden. Wobei, Insert Chromit. Habe ich Chromit zufälligerweise gefunden? Ah, Chromit, okay. Natürlich die Frage, wie komme ich denn jetzt hoch wieder? Ich vermute, ich brauche einen weiteren Eingang. Beware, John, poisonous fumes block your way a little further ahead. You should not proceed, at least not yet. Okay. Ja, ja. Heißt, wie komme ich denn jetzt hoch? Spiel, mach mich nicht unglücklich jetzt. Gibt's doch gar nicht. Es ist doch zum Heulen. Töte mich halt. Dann fangen wir in der nächsten Folge nämlich damit einfach neu an der Stelle. Oh, nee, doch nicht. Unlock the lamp. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Ach, das ist mein... Da bin ich gestorben. Verstanden. So, ich soll nicht da weiterfahren. Die Frage ist aber trotzdem, wo soll ich sonst hinfahren? Komm, Fröschchen. Bleib doch hier. Ja, Moment, mach ich noch. Bleib doch da. Da.
Scheiße. Noch ein Stück. Ah. Ich hoffe, da kommt jetzt gleich mal ein Ausgang. Guck mal hier. Anglerfischchen. Vermute mal. Das ist nicht gut. Ich vermute mal, dass sie mir die Reifen kaputt beißen können. So. Wie komme ich denn jetzt nach oben? Oder brauche ich dafür mein... Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich hier rauskomme. Dafür brauche ich aber die Dinger. Ah, Moment. Kurz nachladen. Oh, mitnehmen. Nein, können wir nicht. So, wie komme ich jetzt nach oben? Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie der Grappler funktioniert. Ah, okay, ich muss einfach drücken. Boing, boing. Frage ist nur, wie komme ich da jetzt hin, ne? Da. Zieh! Ah, Dankeschön. Finde ich nicht so gut, dass du da drin bist. Jetzt macht er mir innen alles kaputt. Ich krieg die Krise. Ich könnte natürlich auch einfach rauslassen, aber das wäre zu einfach. Moment. Grappler rein. Ich habe keinen Stahl mehr, deswegen. Eisen mehr. Deswegen kann ich gerade nicht gut reparieren. So. Habe ja verstanden, wie es geht. Das macht es jetzt doch ein bisschen einfacher. Kann ich mich wahrscheinlich auch einfach demnächst einfacher unten machen. Press E to use mode, to leave use mode. Ach guck mal, ich kann sogar mit A und D kann ich mich sogar mit dem Ding bewegen. Praktisch. Kein Blei mehr, glaube ich. Kann das sein? Ein... Die spawnen nach mit der Zeit, die Schweine. Shit.
Da müssen wir nochmal, glaube ich, an unserem Schwerpunkt arbeiten. Da müssen wir definitiv nochmal an unserem Schwerpunkt arbeiten. Aber wenigstens können wir das Ding auch so hinstellen. Guck mal, da kriegen wir auf jeden Fall auch ein paar Ressourcen. Ich kann ja jetzt aussteigen aus dem Grappler. Und kann hier ein bisschen fahren. Noch ein bisschen nach da fahren. Kohle werden wir auf jeden Fall auch irgendwann brauchen. Sonst gäbe es das ja nicht im Spiel. Das sieht aber halt saudämlich aus. Kann ich mich auch langsam ablassen? Ja, kann ich. Easy. Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder auf meiner Ebene, oder? Bin Ausgang. Aber halt schon sau anstrengend, das so zu machen. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wo die Analysis oder wo das Analysis-Modul ist. Ich glaube links. Nicht hundertprozentig sicher. Ja, da müssen wir. Also am Schwerpunkt müssen wir noch ein bisschen was machen. Das ist ja grauenhaft. Da. Dann noch ein Stück fahren. Ah, das ist eins von drei. Wow. Kohle vielleicht auch noch rein. Na, siehst du mal. Was können wir jetzt damit machen? Mit Chrom. Wir könnten mal noch eine Reinforced Door basteln. Ne, können wir nicht, wir haben keinen Stahl. Ah. Achso, ne, ich muss logischerweise alles erstmal wieder erforschen. Leather! Das macht doch Sinn. Eine Railgun. Das hört sich gut an. Storage Safe Air Pump. Wahrscheinlich für ein U-Boot oder so. Oder für ein Raumschiff. Ein Bett, ein Sofa. Ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall dazu bekommen. Wie läuft denn das mit der Leiter? Nee, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Nachts kommen die Kackviecher immer. Aber die Leiter können wir vielleicht hier hinbauen. Aber auch nicht mehr viel Holz. Holz ist ja leider aktuell unsere einzige Lebensversicherung. Ich kann das Ding nicht mitnehmen. Aber kann ich vielleicht zum Beispiel die Luft, die Air Pump, kann ich die dafür benutzen, um das Gas draußen zu halten? Mal kurz gucken.
Clean air into nearby air tethers. Clean air. Hört sich jetzt erstmal sinnvoll an. Treasure Tank. Nee, das brauche ich alles nicht. Aber wo kriege ich jetzt noch andere Alloy Metals her? Weil da habe ich jetzt nichts mehr gesehen in der Höhle. Vermute mal, dass ich weiterfahren muss. Oder habe ich noch was im Inventar, was ich nicht gesehen habe? Kohle, Holz. Das habe ich alles schon da reingeschmissen. Nee. Das wird mir nichts bringen. Aber ich glaube, an der Stelle mache ich auch mal Schluss für heute. Wie gesagt, das war erstmal diese Aufnahmesession, die letzte Folge. Schreibt mir Kommentare. Schreibt mir Verbesserungsmöglichkeiten. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Vielleicht gibt es ja, scheiße, den einen oder anderen, der das Spiel kennt, selbst schon gespielt hat. Und vor allem auch, ob es euch gefällt, ob wir weiterspielen sollen. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.